Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Claudia Mazzocchi und ich arbeite in der Redaktion Fremdsprachen von Zanichelli. Ich möchte Ihnen vor allem Carla Cristiani vorstellen, die das Webinar entworfen hat und leiten wird. Guten Tag, Carla, willkommen. Dankeschön, guten Tag und herzlich willkommen auch an alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Carla Cristiani ist Deutschlehrerin am Sprachzentrum der Universität Bologna und sie ist auch in der Deutschlehrerfortbildung tätig. Sie hat lange Zeit am Goethe-Zentrum Bologna unterrichtet und sie hat auch verschiedene DAF-Lehrwerke mitgestaltet oder selbst entwickelt, sowohl in Italien als auch in Deutschland. Im heutigen Webinar wird Carla zeigen, wie man Sprachmittlung und aktuelle Themen der Agenda 2030 in den Deutschunterricht einsetzen kann. Und ja, noch eine letzte Information, falls Sie Fragen haben, können Sie gerne im Chat schreiben, entweder auf Italienisch oder auf Deutsch, wie Sie möchten. Die Fragen werden dann am liebsten ganz am Schluss beantwortet, aber im Fall einer sehr spezifischen Frage werde ich sie dann sofort an Carla weiterleiten. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Sie werden dann in den nächsten Tagen eine E-Mail erhalten mit dem Link zum Video und auch mit den Slides der Präsentation. Vielen Dank. Ich glaube, Carla, du kannst anfangen. Bitte schön. Dankeschön, Claudia. Ich beginne und teile den Bildschirm, damit wir die Präsentation alle sehen können. Das ist also der zweite Teil sozusagen der Reihe Frische Ideen fürs Klassenzimmer. Und wie Claudia schon angedeutet hat, geht es um Sprachmittlung und um die Agenda 2030. In der Ankündigung zum Webinar haben wir bereits gesagt, dass es eine große Aufgabe ist, eine Sprache zu unterrichten und vor allem auch in den letzten 2 Jahren der Pandemie eine große Aufgabe ist und immer wieder etwas Neues dazukommt, immer wieder neue Anfragen und auch Erwartungen an die Lehrer und Lehrerinnen gestellt werden. Eben zum Beispiel sich auch um Sprachmittlung und um die Agenda 2030 zu bemühen. Und als Lehrer oder Lehrerin findet man sich dann in der Situation wieder, dass man diese ganzen Anforderungen erfüllen möchte. Und nachdem das nicht so einfach ist, haben wir uns eben auch überlegt, wir möchten gerne etwas zu diesen beiden großen Themen anbieten. Beginnen wir mit einer Übersicht. Ich würde gerne anfangen oder ausgehen von den Begriffen der Sprachmittlung, von den Definitionen, die man finden kann. Und von den Definitionen ausgehend können wir uns ein bisschen auch austauschen über die Art, wie wir Sprachmittlung verstehen, auch im Unterricht eben verstehen oder für den Unterricht verstehen. Dann geht es weiter zu den notwendigen Kompetenzen und Kenntnissen, die Ihre Schüler und Schülerinnen entwickeln sollten, um Sprachmittlung zu lernen und eben auch im fortgeschrittenen Zustand dann anzuwenden. Des Weiteren werden wir verschiedene Aufgabentypologien betrachten, die wir dann auch an Beispielen im Lehrwerk nachvollziehen werden. Anschließend geht es um die Agenda 2030. Zunächst geht es um die wichtigsten Ziele, vielleicht für den Sprachunterricht speziell, denn die vielen verschiedenen Ziele sind vielleicht nicht alle gleich relevant, auch für den Sprachunterricht. Und auch hier werden wir uns genauere Aufgaben oder konkrete Aufgaben im Lehrwerk genauer ansehen. Der dritte Punkt ist sozusagen das Herzstück dieses Webinars. Hier geht es um kombinierte Aufgaben. Das heißt, um eine Art Verknüpfung zwischen Agenda 2030 als Thema, als Input und Sprachmittlung. Am Schluss gibt es dann ein paar Links und eine kleine Bibliografie und vor allem Zeit für Fragen, auf die wir dann eingehen werden. Beginnen wir also mit dem Begriff der Sprachmittlung.
Ich habe Ihnen hier drei Definitionen zusammengestellt und möchte Sie bitten, ich werde jetzt die Definitionen kurz vorlesen, sich zu überlegen, welche dieser Definitionen für Sie am meisten mit Sprachmittlung, wie Sie sie verstehen, zu tun hat. Also worin können Sie Ihren eigenen Begriff am meisten wiederfinden? Ist es die Definition A, Sprachmittlung ist die Adressaten-, Sinn- und situationsgerechte Übermittlung von Inhalten geschriebener und gesprochener Sprache, von einer Sprache in die andere? Oder können Sie sich besser identifizieren mit der Definition B? Bei sprachmittelnden Aktivitäten geht es den Sprachverwendenden nicht darum, ihre eigenen Absichten zum Ausdruck zu bringen, sondern darum, Mittler zwischen Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt verstehen können, weil sie Sprecher verschiedener Sprachen sind. Oder finden Sie sich am meisten in der Definition C? Sprachmittlung ist ein Oberbegriff für jede Art der Übertragung eines Textes aus einer Sprache in eine andere. Dabei kommt der freieren Übertragung bei konsequenter Beachtung der Situation und des Adressaten zunehmend eine besondere Bedeutung zu. Überlegen Sie sich ganz kurz, wenn Sie an Ihren Unterricht denken, an Ihre Vorstellung von Sprachmittlung, welche der drei Definitionen ist Ihrer Meinung nach am zutreffendsten? Unsere Kollegin macht eine kleine Umfrage und Sie können direkt Ihre Antworten eintippen. Erste, was ist Sprachmittlung? A, B oder C? Klicken Sie einfach. Wir gucken dann, welche Definitionen die sind, die die meisten und die wenigsten ausgesucht haben. Hier haben wir das Ergebnis. Einige Carla haben auch im Chat beantwortet und ja, es wird bestätigt, C wird am meisten gewählt. B wird am meisten gewählt. C. Okay, am wenigsten B. Mhm. Wow, das heißt, wir haben mit lauter Lehrern und Lehrerinnen zu tun, die sehr auf dem aktuellen Stand sind. Denn ich zeige Ihnen jetzt, von wem und woher die verschiedenen Definitionen stammen und vor allen Dingen auch aus welchem Jahr. B, das hatten Sie am wenigsten ausgewählt, stammt aus dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, aber aus dem Jahr 2001, ist also schon ein bisschen veraltet. Und die beiden anderen kommen aus theoretischen Arbeiten, Texten über Didaktik, Fremdsprachendidaktik, einmal aus dem Jahr das Sie auch am meisten gewählt hatten, von 2014. Gehen wir mal zurück zum Text vom europäischen Referenzrahmen. Hier habe ich den Begriff Mittler blau markiert. Auch in den anderen beiden Definitionen finden Sie die Begriffe Übermittlung und Übertragung. Das ist also der gemeinsame Punkt. Die beiden neueren, aktuelleren Definitionen zeigen darüber hinaus noch zwei weitere Aspekte, die ich pink markiert habe. Und zwar gehen Sie zum einen darauf hinaus, dass es um eine Übertragung geht, die nicht wortwörtlich ist, also keine Übersetzung, sondern die sinngerecht ist oder eben wie hier unten freier. Das heißt, es geht die Übermittlung um den Succo, also der Kern der Nachricht. Wichtig ist auch, an wen die übermittelte Nachricht gerichtet ist und innerhalb welchen Kontextes, welcher Situation sie stattfindet. Und diese Elemente kommen sozusagen neu dazu. Inzwischen hat sich auch der gemeinsame europäische Referenzrahmen diesbezüglich ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar haben wir im Begleitband, der 2020 erschienen ist, eine etwas ausführlichere Definition, die lautet folgendermaßen: Es gibt viele unterschiedliche Aspekte von Mediationen. Alle teilen bestimmte Merkmale.
Beispielsweise ist man bei der Mediation weniger mit eigenen Bedürfnissen, Ideen oder Ausdrucksweisen befasst, als mit denen der anderen Seiten, für die vermittelt wird. Eine Person, die sich in Mediation betätigt, benötigt ausgeprägte emotionale Intelligenz bzw. die Bereitschaft, diese zu entwickeln, um ausreichend Empathie für die Standpunkte und emotionalen Befindlichkeiten anderer Teilnehmerinnen einer kommunikativen Situation aufzubringen. Das heißt, wir haben weiterhin den Aspekt der Vermittlung, wir haben die Adressaten und die kommunikative Situation, aber es kommt etwas Neues dazu, nämlich die Erwähnung der emotionalen Intelligenz, die es ermöglichen soll, die notwendige Empathie für eine gelungene Vermittlung herzustellen. Ups. Entschuldigung, Carla, ja. Eine Frage. Du hast gesagt, dass Sprachmittlung sich deutlich vom Übersetzen unterscheidet, weil eben eine interkulturelle Dimension im Spiel ist, wie wir gelesen auch haben. Wenn ich richtig verstanden habe, bedeutet dann Sprachmittlung einem Gesprächspartner, das Wesentliche zu vermitteln, sodass es verständlich ist und auch für seine Zwecke angemessen. Aber die Frage ist, wie kann man sich diese Kompetenz erwerben? Also du hast von Situation, wir haben gelesen von Situation, von Adressat, aber wie kann man eine Situation richtig einschätzen und auch wie kann man angemessen auf den Adressaten zugehen. Wie kann man sich diese Kompetenz erwerben? Eben? Das ist in der Schule nicht so selbstverständlich, oder? Nein. Ich gehe auch nochmal zurück. Die Frage ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und auch für uns als Lehrpersonal wichtig. Wir haben mit einem Rahmen zu tun, der nicht nur für die Schule gilt. Es geht hier darum, wie Mediation auf höchster Ebene, also professionell abzulaufen hat. Und in diesem Rahmen spielt emotionale Intelligenz eine große Rolle. Dazu kann man natürlich verschiedene Ausbildungswege gehen, die diese Bereitschaft eben auch fördert und die tatsächlich auch dazu beiträgt, emotionale Intelligenz auch bewusst zu entwickeln. Ich denke aber für den Schulbetrieb, für den Unterricht, also für unsere Realität, ist das ein Ideal, dem man sich annähern kann, indem man es im Blick behält, indem man wirklich einfach Schüler und Schülerinnen versucht zu sensibilisieren, genau für diesen Bereich. Aber wer in einer Klasse oder welche Schüler und Schülerinnen gerade auch für diesen Punkt auch ein Talent haben, das ist auch eine Frage von Talent, von Persönlichkeit, von Sensibilität, die jedes Individuum anders mitbringt, das kann der Lehrer oder die Lehrerin nicht wirklich beeinflussen und auch nicht wirklich ausbildend oder unterrichtend jetzt einwirken. Deshalb würde ich vorschlagen, dass man sich konzentriert auf das, was man im Unterricht wirklich leisten kann, also etwas Konkreteres, nämlich ausgehend wirklich von dem, um was es geht, was früher so ein bisschen die Übersetzung, der Ansatz mit der Übersetzung, der wörtlichen Übersetzung war, was sich ja dann schon weiterentwickelt hat, Übertragung, Übersetzung von sprachlichen Inhalten im Sinne von, wir geben eine Message weiter und das Neuere, was dazu kommt und auch das kann man im Unterricht durchaus gewährleisten, ist dieses freie, sinngemäße Übertragen, abhängig von der Situation und unter Berücksichtigung des Adressaten. Und dazu habe ich die Möglichkeit, ganz konkrete Mittel auch zu trainieren im Unterricht. Gehe ich mal aus vom ersten Punkt, freie, sinngemäße Übertragung. Was bedeutet das? Was müssen die Schüler dafür können? Sie müssen einen Text zusammenfassen oder auch umschreiben, das heißt paraphrasieren können, wenn sie frei oder sinngemäß übertragen. Und welche sprachlichen Instrumente brauchen sie dafür? Wo kann ich als Lehrer einwirken? Ich kann Wortschatz trainieren, ich kann Synonyme und Antonyme
trainieren, damit die Schüler verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung haben. Und ich kann auch bei der Grammatik bestimmte Themen besonders in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel Relativsätze, die es mir erlauben, bestimmte Situationen auch zu umschreiben, Informationen zu bestimmten konkreten Schlüsselwörtern zuzufügen. Oder was auch ganz, ganz wichtig ist beim Zusammenfassen und Paraphrasieren, ist die Wortbildung. Dass man arbeitet daran, wie man einen nominalisierten Stil umwandeln kann mit vielen Verbalisierungen oder auch umgekehrt. Das heißt, wie kann ich bestimmte Sätze anders strukturieren? Und das kann ich auf sprachlicher Ebene anhand sprachlicher Instrumente. Der zweite Aspekt betrifft die Situation. Was müssen die Schüler da können? Sich auf die Situation einstellen. Okay, das bedeutet natürlich auch die Empathie, die lassen wir raus und wir konzentrieren uns auch bei der Situation wieder auf sprachliche Instrumente. Was brauchen Sie dafür? Redemittel. Die Redemittel sind angepasst an bestimmte Situationen. Das heißt, Ausdrücke, die in bestimmten Situationen häufig vorkommen, können trainiert werden. Und das Letzte betrifft den Adressaten. Auch hier, was müssen Sie können, auf Gesprächspartner einstellen, damit ist nicht unbedingt der ganze psychologische, interkulturelle Kontext gemeint, sondern sehr einfach erstmal wieder etwas, was ich über sprachliche Instrumente garantieren kann, zum Beispiel über das Register. Spreche ich jemanden informell an oder spreche ich jemanden an und benutze die Höflichkeit? Oder was für das Deutsche auch eine große Rolle spielt, sind die Partikel in der gesprochenen Sprache, also der Einsatz dieser kleinen Wörter wie denn, doch oder ja, die unsere Gespräche besonders lebendig oder eben auch fordernd oder verständnisvoll gestalten, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Das sind also wirklich die Dinge, die ich trainieren kann. Und es gibt eine Übersicht zu verschiedenen Aufgabentypologien. Die entnehme ich jetzt einem Aufsatz von Daniel Reimann, den wir vorhin ja auch bei den Definitionen schon aufgezählt hatten. Verschiedene Aufgabentypologien, die immer mit dem Zusammenfassen oder dem Umschreiben von den, sagen wir mal, Ausgangstexten zu tun haben. Ich habe hier oben die ersten vier blau und die anderen gelb markiert. Das zeigt einfach nur, es geht immer um das Zusammenfassen, aber die Art des Zusammenspiels zwischen Ausgangstext und Zieltext kann so erfolgen, dass der Ausgangstext schriftlich ist, der Zieltext auch schriftlich oder eben umgekehrt, der Ausgangstext ist mündlich, der Zieltext ist schriftlich und so weiter. Die verschiedenen Modalitäten habe ich, das heißt vier unterschiedliche Aufgabentypen und dasselbe gilt auch für die Paraphrase. Das letzte Beispiel wäre ein bisschen eine Ausnahme, informelles Dolmetschen, das heißt in Gruppensituationen, wo es eine Interaktion gibt zwischen verschiedenen Sprechern und verschiedene Sprecher, die vielleicht sprachmittelnd intervenieren, wie zum Beispiel im Falle eines Rollenspiels. Das wäre also ein Überblick über das, was ich an Aufgaben tatsächlich finden kann in verschiedenen Lehrwerken. Und die Ideen, die ich kurz präsentieren möchte, kommen aus einem Lehrwerk, das wir auch das letzte Mal schon erwähnt haben, ganz genau. Und hier speziell möchte ich Ihnen ganz kurz dieses Beispiel zeigen, das besonders eindrucksvoll ist. Hier geht es darum, dass ein Freund, ein Italiener, also eine Kaffeemaschine in Deutschland gekauft hat, leider die Anleitung auf Deutsch nicht versteht und deshalb die Hilfe braucht von einem Italiener, der auch Deutsch spricht und ihm diese Anleitung erklärt. Das heißt, wir haben mit dem Aufgabentyp 3 zu tun, mündliches Zusammenfassen eines schriftlichen Textes. In diesem Fall handelt es sich um eine Bedienungsleitung. Die Situation, in der das Ganze stattfindet, ist eine Alltagssituation. Wir haben es mit einer Gebrauchsanweisung als Textsorte zu tun und der Adressat ist ein Freund. Also brauche ich ein informelles Register. Das wäre eine Aufgabe, ein Beispiel. Es gibt noch mehr.
zum Beispiel diese Aufgabe. Hier ist die Situation, dass zwei Freunde in einer deutschen Stadt unterwegs sind und verschiedene Werbeplakate sehen. Der eine versteht Deutsch, der andere nicht. Und der nicht versteht, würde gerne Informationen bekommen, was auf den Plakaten steht. Das heißt, in diesem Fall haben wir Aufgabentyp 5 oder 7, je nachdem, ob der Werbetext schriftlich oder mündlich paraphrasiert werden soll. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in einem urbanen Kontext, also vielleicht bei einem Stadtrundgang. Die Textsorte ist eine Werbung und auch hier ist wieder der Adressat ein Freund. Okay, das ist auch nochmal ein Beispiel. Hier geht es um das Übertragen eines Comics, also auch wieder ein schriftliches Zusammenfassen eines schriftlichen Textes. Die Situation ist eine Freizeitsituation, es geht um ein kulturelles Medium und der Adressat wäre wieder ein Freund. Das heißt, hier haben wir den Teil Sprachmittlung abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit Agenda 2030. Und auch wenn hier eine Zäsur ist, werden wir später diese Zäsur überbrücken. Als erstes möchte ich auch hier wieder einen Input von Ihnen. Und zwar werden hier als erstes die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung präsentiert. Ich weiß nicht, ob Sie alle Ziele jetzt ganz präsent haben. Deshalb, um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen aufzufrischen, welche Ziele eigentlich die Agenda 2030 sich setzt, haben wir ein kleines Menti vorbereitet. Wenn Sie auf den Link klicken und den Code eingeben, 39024046, vielleicht können wir den Code auch kurz in den Chat schreiben. Wurde schon geschrieben. Ja. Okay, wunderbar. Dann hier auf das Mentimeter. Und muss nochmal zurück. Weil ich jetzt meine Präsentation nicht mehr sehe. Nochmal zurück. Ganz kurz schauen, wie das Ergebnis aussieht. Genau. 39024046. Okay, und ich müsste hier die Ergebnisse sehen. Das dauert ganz kurz. So. Das hier sind die Ergebnisse. Ich hoffe, dass Sie sie auch sehen können. Wenn nicht, fasse ich sie kurz zusammen. Die Ziele, die Sie also für besonders relevant und interessant für den Unterricht und für Ihre Schüler und Schülerinnen erachten, wären einmal Gesundheit, bestimmt unter anderem auch beeinflusst durch die aktuelle Situation. Das vierte Ziel, die Bildung. Und ich denke, das liegt besonders nah, weil es letzten Endes um die Schule, um die Schüler selbst geht, als wirklich handelnde Akteure. Es geht um Geschlechtergleichheit. Ich denke, dieses Thema ist ganz, ganz wichtig und für Sie wirklich Realität, jeden Tag im Schulalltag. Ein weiteres Ziel ist der Klimaschutz. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch unter dem Einfluss von Greta Thunberg, die ja auch sehr stark unsere Schüler, unsere Jugendlichen anspricht. Und was auch noch sehr, sehr viel genannt wird, ist Frieden und Gerechtigkeit. Und ich denke, auch das hat mit der aktuellen Situation bestimmt zu tun. So, jetzt muss ich versuchen, hier rauszukommen. Zurück in die Präsentation.
Genau. Das heißt, wir haben als besonders wichtige Ziele Gesundheit, Bildung, gleiche Behandlung der Geschlechter, Klima und Frieden genannt. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele für sogenannte Kompetenzaufgaben Ihnen ganz genau vorstellen, wo einige der von Ihnen genannten Artikel thematisiert werden. Hier haben wir zum einen den Klimaschutz, im nächsten Beispiel Bildung, im Beispiel danach geht es um Nachhaltigkeit und also sauberes Wasser und das letzte, keine Armut, kein Hunger. Das heißt, einige der von Ihnen genannten Artikel ist abgedeckt. Diese Kompetenzaufgaben behandeln also einige der wichtigsten Ziele der Agenda 2030. Ich gehe ganz kurz, Entschuldigung, zum ersten zurück, der perfekte Ökotourist. Mit dieser Aufgabe möchte ich mich ein bisschen eingehender beschäftigen. Hier geht es um ein kleines Projekt, das die Schüler organisieren sollen. Um ein Viaggio di istruzione geht es. Es werden verschiedene Aufgaben, Schritte formuliert und es soll am Schluss auch eine Art Produkt geben. Es soll etwas präsentiert werden in einer mündlichen Präsentation. Jede dieser Kompetenzaufgaben beinhaltet ein Projekt, verschiedene Arbeitsphasen und auch ein Produkt am Ende, das dabei entstehen soll. Diese Kompetenzaufgaben kann ich als Sprachmittlungsaufgaben inszenieren in meinem Unterricht. So wie sie in den meisten Lehrwerken vorgeschlagen werden, sind es keine Sprachmittlungsaufgaben. Aber eigentlich fehlt nicht viel, um aus einer Kompetenzaufgabe oder aus einer Aufgabe, die sich mit Agenda 2030 beschäftigt, auch eine Sprachmittlungsaufgabe zu kreieren. Was fehlt, um aus dieser Kompetenzaufgabe eine Sprachmittlungsaufgabe zu machen? Das ist der Punkt, wo die Zäsur überwunden wird durch eine kleine Brücke. Was fehlt, ist ein konkreter Kontext. Denken wir zurück an das, was wir vorhin diskutiert haben. Eine Sprachmittlungsaufgabe geschieht immer innerhalb eines ganz konkreten Kontextes. Der fehlt hier. Il vostro prossimo viaggio di istruzione. Aber wir wissen nicht, was für ein Viaggio, wann findet sie statt, mit wem findet sie statt. Es fehlt ein Kontext. Bei Phase 3, presentate il vostro decalogo alla classe. Auch das ist ein Adressat, in diesem Fall wäre es die italienische Klasse. Wenn ich auch hier etwas hinzufüge, was noch nicht definiert ist, kann ich die Kompetenzaufgabe in eine Sprachmittlungsaufgabe verwandeln. Und zwar, indem ich eine konkrete Situation vorgebe und einen konkreten Adressaten formuliere. Das wäre also die Idee. Ich benutze, wie beim letzten Mal, beim letzten Webinar, ich benutze etwas, was mir mein Lehrwerk bereits bietet und kreiere meinen eigenen Mehrwert, indem ich eine Situation definiere, die zu dieser Aufgabe dazukommt. Zum Beispiel eine Austauschklasse aus Deutschland kommt. Diese Situation haben Sie wahrscheinlich fast alle. Es gibt Austausch zwischen Deutschland und Italien. Dann benutzen wir die Austauschklasse, um eine Situation, eine konkrete Situation zu formulieren. Es findet nicht einfach eine Reise statt, sondern ein Wochenendausflug innerhalb des Austauschs. Die italienischen Schüler sollen ein nachhaltiges Ausflugsziel wählen und gemeinsam Vorschläge präsentieren bei einer Abstimmung, die es geben wird, gemeinsam mit der deutschen Klasse. Und gemeinsam wird gewählt, welches Ausflugsziel letzten Endes sozusagen gewinnt, wohin man letzten Endes fahren möchte. Die Vorbereitung dieser Präsentationen
läuft genauso ab, wie es die Kompetenzaufgabe vorgibt, in verschiedenen Schritten, Arbeitsschritten. Und das Zweite, was ich tun muss als Lehrer, ist die Adressaten genauer definieren. Sie sind im Grunde schon definiert und es sind einfach die Austauschschüler aus der Austauschklasse. Sie kennen die auch, ja? Entschuldigung, Carla, vielleicht hast du es schon erwähnt, aber wenn wir so eine Aufgabe bearbeiten oder ergänzen, was für eine Sprachmittlung-Aufgabe bekommen wir? Ich meine, in Bezug auf die Tabelle, die du vorhin gezeigt hast. Auch das kann ich natürlich ein bisschen lenken, je nachdem wieder, was ich gerne üben möchte. Möchte ich schriftlich arbeiten? Möchte ich mündlich arbeiten? In diesem Fall würde ich diese Aufgabe vorschlagen, ein mündliches Zusammenfassen von schriftlichen Texten. Denn wenn die italienischen Schüler im Internet Informationen sammeln, beschäftigen sie sich mit schriftlichen Online-Texten und diese Texte verwandeln sie zunächst wahrscheinlich in Aufzeichnungen, in kleine Schlüsselwörter oder Notizen. Und diese Notizen und Schlüsselwörter werden letztendlich präsentiert, und zwar bei der gemeinsamen Abstimmung über das letztendliche Ziel, wohin man gemeinsam fährt. Das heißt, wir haben einen mündlichen Output. Das würde dem Aufgabentyp 3 entsprechen. Es ist ein Zusammenfassen. Die Situation wäre die Ausflugsplanung und die Adressaten sind die Austauschschüler und Schülerinnen. Das heißt, ich brauche inhaltlich an der Aufgabe fast nichts zu verändern. Ich nehme einfach die Situation und den Adressaten mit hinzu und habe dadurch die Sphäre von den Sprachmittlungsaufgaben mitgedacht. Das heißt, einen relativ geringen Arbeitsaufwand. Ich habe hier ein zweites Beispiel für eine der Kompetenzaufgaben, bei der ging es um das Bildungsziel. Hier würde ich als Situation, als konkretere Situation, ein zweisprachiges Blogprojekt mit der Partnerschule in Österreich machen. Letzten Endes ist die Partner- und die Austauschsituation eigentlich für jede Kompetenzaufgabe der passende Kontext. Aber Sie müssen ein paar Details vorgeben, damit es für die Schüler tatsächlich überzeugend wird, damit die Schüler sich die Situation konkret vorstellen können und sich auf die Situation auch einlassen. Hier ging es also um ein Blogprojekt, ein zweisprachiges, das die Schüler, die Schulen gemeinsam machen. Die italienischen Schüler haben bereits Vorarbeit geleistet und eine Netiquette entwickelt. Die österreichischen Schüler möchten gerne diese Netiquette übernehmen, brauchen eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sie dann auf der Basis der Übertragung selbst ins Deutsche übersetzen. Auch hier sind die Adressaten letzten Endes wieder die Schüler der Partnerklasse. Aus Zeitgründen werde ich Ihnen jetzt ein drittes Beispiel nicht mehr kommentieren, aber für alle, die gerne die Slides als PDF haben. Sie bekommen die Information oder Sie bekommen den Link von Zanichelli zugeschickt und da ist auch noch ein drittes Beispiel mit dabei. Aber ich denke auch, dass es schon klar geworden ist, um was es geht und vor allem, wie es geht. Jetzt vielleicht auch hier nochmal ganz kurz, was für einen Aufgabentyp erhalte ich auf die Art? Hier entweder 1 oder 3, je nachdem, ob mein Zusammenfassen mündlich oder schriftlich erfolgt. Und auch hier geht es wieder um Online-Infos, die die Schüler vorher recherchieren sollen. Okay. Wenn ich jetzt überlege, was mir diese kombinierten Aufgaben für Vorteile geben. Also ich kann natürlich auch sagen, ich habe ein Lehrbuch, da sind Sprachmittlungsaufgaben drin und ich habe ein Lehrbuch, da sind Aufgaben extra zur Agenda 2030. Warum soll ich die jetzt kombinieren? Ich denke, es gibt mehrere Vorteile. Zum einen für die Schüler und Schülerinnen, zum anderen auch für Sie. Das erste ist, dass es einen sehr realen Bezug gibt über diese Kontextualisierung und die Schüler wirklich näher an die Aufgabe heranrücken oder die Aufgabe näher an die Schüler heranrückt. Und diese Annäherung, die führt es mit sich, dass die Schüler aktiviert werden, wirklich persönlich zu interagieren. Das heißt,
Die Leistungsbereitschaft wächst, sie sind viel motivierter. Vielleicht können sie es auch in die Realität umsetzen, denn für viele Schulen ist es ja tatsächlich eine Realität, dass sie Austauschklassen haben. Also kann man eventuell auch gemeinsam Kompetenzaufgaben zur Agenda 2030 angehen. Vorteile für Sie als Lehrer und Lehrerinnen sehe ich vor allem darin, dass Sie zwei Aufgabentypologien in einer erledigen können. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie decken mehrere gestellte Anforderungen ab. Einmal betätigen Sie sich im Bereich der Sprachmittlung und andererseits thematisieren Sie eben auch die Ziele der Agenda 2030. Sie sparen Zeit damit und haben gleichzeitig das Gefühl, wow, ich habe richtig viele Anforderungen erledigt, auch wenn ich nicht jede Sprachmittlungsaufgabe, nicht jede Kompetenzaufgabe im Buch gemacht habe. Das wäre sozusagen die Idee der Kombination zwischen Sprachmittlung und Agenda 2030. Und jetzt würde uns sehr interessieren, wie Sie auf diese kurze Umfrage reagieren. Hier geht es ganz kurz darum, welche Ideen Sie jetzt mitnehmen aus dem Webinar. Werden Sie mehr Sprachmittlungsaufgaben machen? Ist Ihnen in dieser Präsentation etwas bewusster geworden, wie wichtig Sie sind? Vielleicht, dass Sie etwas häufiger eingesetzt werden sollten im Unterricht. Bei der zweiten Aufgabe geht es, oder bei der zweiten Frage geht es darum, wie stehen Sie zu den Aufgaben generell Agenda 2030? Sind Sie wichtig als Unterrichtsaktivität? Und die letzte Frage betrifft eben die Idee der kombinierten Aufgaben. Meinen Sie, dass Sie das praktisch im Unterricht ausprobieren werden? Sie können auch rauf und runter scrollen und geben einfach auch noch mal kurz Ihre Meinung ab. Also auf jeden Fall motiviert, jetzt alles Mögliche auszuprobieren. Das ist sehr schön. Es ist auch egal, was. Hauptsache, Sie haben Lust bekommen, etwas Neues zu machen und intensiver zu arbeiten. Okay, 2030, die Agenda. Okay. Und hier unten auch, trifft genau zu, trifft ziemlich zu. Das ist doch ein schönes Ergebnis, wenn Sie alle jetzt so motiviert in den Unterricht gehen. Dann mache ich hier mal zu und frage einfach, ob Sie Fragen haben. Jetzt muss ich selber auch in den Chat gucken. Ich glaube, du hast Carla alle sehr überzeugt. ich denke, du hast sehr gut gezeigt, wie man von einer Aufgabe im Buch ausgehen kann, um unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele zu integrieren, nämlich Sprachmittlung in diesem Fall, aktuelle Themen der Agenda 2030, aber auch, wie du gezeigt hast, die Bewertung der Kompetenzen, also durch Realitätsaufgaben, alles zusammen dann integriert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, weil manchmal können wir Dinge, die uns von oben aufgezwungen werden, zu unseren Gunsten nutzen. Und ich glaube, in diesem Fall Sprachmittlung, Agenda 2030, Realitätsaufgaben, alle geben die Chance, die Sprache lebendiger zu machen, also die Fremdsprache in authentischen Kontexten und Situationen zu integrieren, die alltagsrelevant sind und auch sehr nahe an der Welt der Schüler, was eben motiviert ist, weil die sind, wie du gesagt hast, dann, die müssen dann interagieren und die sind interessiert an die aktuellen Themen, wie du erwähnt hast, die wirklich mit der Realität zu tun haben.
Ich lese hier gerade Genau, ich einige auch. Fragen. Ja, ich habe gerade hier den Kommentar gelesen, dass eine Lehrerin die Erfahrung gemacht hat, nur sprachbegabte Schüler verbessern wirklich ihre Sprachkenntnisse. Ich glaube, die Erfahrung haben wir fast alle gemacht, dass natürlich die Sprachinteressierten und Sprachbegabten auch die größte Bereitschaft haben, sich zu verbessern, auch die größte Motivation haben. Aber ich glaube, dass gerade die Themen, die ja in der Agenda 2030 stecken und die Jugendlichen sehr stark ansprechen, wir haben ja eine unglaubliche Sensibilität für diese Themen. Ich denke, dass man gerade auf die Art über die Inhalte, eben nicht über reine Spracharbeit, sondern über die Inhalte, die vermittelt werden und die Schüler und Schülerinnen vermitteln sollen, dass genau dieser Ansatz auch solche Schüler motivieren kann, die eben vielleicht gar nicht so sehr sprachbegabt und sprachinteressiert sind, aber die man eben über das Thema faszinieren, begeistern oder auch einfach provozieren kann, dass sie sich mitteilen, dass sie auch ihre Ideen und vielleicht auch ihre Fragen mit in den Sprachunterricht einbeziehen. Ich glaube, das funktioniert vor allem über Inhalte. Und ich glaube auch, dass die jüngere Generation sehr, sehr offen für diese Themen ist, Ich lese noch, die Aktivitäten im Buch sind aber nur für höhere Niveaus. Was kann man mit jüngeren Schülern und Agenda 2030 machen? Also natürlich haben wir jetzt Beispiele aus Band 3 und B von ganz genau genommen, aber das kann man, ich stelle mir vor, zum Beispiel, wenn man Essen macht, dann mit Gesundheit verbunden ist, da kann man vielleicht auch mit einem Niveau A2 oder B1 viel anfangen, also über Gesundheit und Essen oder Routinen zum Beispiel im Alltag, wie gesund sie sind oder ob sie doch nicht gesund sind, ihre eigene Routinen zum Beispiel. Das ist nur, was mir gerade auffällt. Das, was du sagst, hat mich gleich dazu gebracht, dass wir diese Kombination auch in die entgegengesetzte Richtung vornehmen können. Wir können nicht nur von Kompetenzaufgaben zur Agenda 2030 ausgehen und die Sprachmittlungen ankoppeln, sondern wir können umgekehrt Sprachmittlungsaufgaben benutzen und sie inhaltlich modifizieren. Zum Beispiel eben, wenn ich jetzt diese Aufgabe mit der Kaffeemaschine ansehe, ich könnte auch einfach die Bedienungsanleitung für etwas anderes nehmen. Zum Beispiel für Solarenergie oder für ein Windrad oder für etwas, was ein bisschen einfacher ist, zum Beispiel eben mit gesunder Ernährung zu tun hat, vielleicht vegetarische Küche oder irgendein Rezept und auf die Art und Weise Themen aus der Agenda 2030 hineinpacken in die Sprachmittlungsaufgaben, die mir mein Lehrwerk stellt. Ich denke, wir müssen einfach versuchen, also so flexibel wie möglich zu sein und bestimmte Elemente auszutauschen. Es geht immer nur um die Grundstruktur und ich kann als Lehrer sehr, sehr viele Elemente austauschen, modifizieren, angleichen. Ich denke, das ist das Entscheidende, die Freiheit, die wir uns auch als Lehrer nehmen können, die müssen wir nutzen. Ich lese dann noch im Chat, Marina schreibt, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass nur die sprachbegabten Schüler ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die anderen bleiben hinter, leider. Ja, genau, das war der Kommentar, den ich vorhin gesehen hatte. Ja. Okay. Hier geht es nochmal darum, dass die Schüler an den Themen interessiert sind, aber dass dann das Deutsch nicht ausreicht.
auch das passiert. Da denke ich, gibt es das Problem der Zeit. Sie haben oft nicht Zeit, dann wirklich darauf einzugehen. Wenn Sie aber sehen sollten, dass es ein Thema gibt, das Ihren Schülern ganz besonders am Herzen liegt, vielleicht können Sie sich dann trotzdem ausnahmsweise die Zeit nehmen und zum Beispiel intensive Vokabelarbeit machen, weil Sie eben merken, das Thema ist interessant, meine Schüler möchten dazu mehr wissen, dann arbeiten Sie in diesem Bereich Wortschatz aus, stellen Redemittel zusammen und geben sozusagen jetzt ganz unabhängig vom Lehrwerk eine Hilfe, eine Unterstützung, die Sie jederzeit auch auf andere Themen übertragen können. Sie können den Schülern sagen, wir machen ein Beispiel, ihr könnt diese Art der Wortschatzarbeit, der Redemittelarbeit auf die Themen auch übertragen, die für euch besonders relevant sind. Dadurch werden sie auch enorm autonom. Und ich glaube, das ist auch eine Antwort zu den anderen Kommentaren hier im Chat. Also natürlich, viele schreiben über die Schwierigkeiten, die die Schüler haben, zum Beispiel praxisbezogen zu arbeiten. Oder vielleicht sind sie Interessierte, aber sie haben Schwierigkeiten, ihre Gedanken auf Deutsch auszudrücken. Also natürlich muss man je nach Niveau unterscheiden, was man machen kann oder nicht. Wie du gesagt hast, vielleicht mit den niedrigen Niveaus kann man wirklich alles Wortschatz, Redewendungen und alles vorher geben, ihnen geben, sodass sie dann in einer so Situation sich bewegen müssen, die nicht fremd ist. Ich weiß nicht, ob du ja, Tipps hast dazu. Also hier auch bei der Frage, wie man bei spielerischen Sachen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen kann, wenn die Schüler vielleicht nur dann reagieren, wenn es um Grammatik geht. Wenn man kann Grammatik, wie ich auch innerhalb des Webinars erklärt habe, man kann sprachliche Mittel immer wieder bewusst machen. Also bei Aufgaben zur Agenda 2030 und zur Sprachmittlung kann ich immer wieder bewusst machen, welche grammatikalischen Themen jetzt relevant sind und welche grammatikalischen oder auch lexikalischen Themen die Schüler benötigen. Eben zum Beispiel die Redemittel oder bestimmte Strukturen wie die Relativsätze oder die Partikel. Ich glaube, wenn man es immer wieder zurückbindet an konkrete grammatikalische Themen, dann sind die Schüler auch offener, um sich auf solche freieren Aufgabentypen einzulassen. Das Wichtige ist, ihnen immer wieder zu zeigen oder zu vermitteln, worin diese konkreten Lernziele bestehen. Natürlich ist es für einen Schüler wahrscheinlich beruhigender, er weiß, er hat den Konjunktiv 2 gemacht und nicht nur einen Brief oder eine Gebrauchsanleitung übermittelt. Aber letzten Endes sind diese Aufgaben eigentlich genau die Aufgaben, die er tatsächlich im Leben über Sprachkenntnisse ja, ausführen sollte. Es geht um Kommunikation, es geht um das Übermitteln. Und dazu benötige ich bestimmte grammatikalische Strukturen, aber sie sind nur ein Instrument und nicht mein Ziel. Das heißt, das Ziel ist viel eher eine Sprachmittlungsaufgabe oder eine Kompetenzaufgabe in diesem Sinn, wie wir gesehen haben. Und ich denke, dass daran muss man eben seine Schüler und Schülerinnen immer wieder erinnern. Es wird auch gefragt, ob Sani Kelly ein Lehrwerk spezifisch für Agenda 2030 vorbereiten wird.
Ich glaube, es gibt schon viel integrierte in den Lehrwerken und es wird immer mehr so sein, weil eben, wie gesagt, Agenda 2030, wie auch Educazione Civica, ist eine dieser Sachen, die uns ein bisschen von oben gezwungen wurden. Aber das bietet wirklich viele Möglichkeiten, und um interessanten Themen zu handeln und auch, wie gesagt, alltagsrelevant für die Schüler. Und wir denken, es ist wichtig, dass diese Themen integriert sind im Sprachkurs, sodass man nicht nur über die üblichen Sachen redet, sondern auch über diese Themen und dann gleichzeitig eben man Educazione Civica oder Agenda 2030, die eigentlich zu Educazione Civica gehört, im Unterricht einsetzen kann. Also das finden wir sehr wichtig und wir werden dann immer mehr in diese Richtung arbeiten, weil eben das ist eine Chance, wie die Schüler sind von Greta Thunberg, wie auch von der Pandemie und leider vom Krieg jetzt, sind total absorbiert und wir hoffen, dass eben durch diese interessanten Themen sie nicht nur an die Grammatik denken, sondern auch genau an die Realität, weil die Sprache, die Fremdsprache ist dafür wichtig, also dazu ist es gedacht, dass sie die Fremdsprache lernen. Und genau auch an den ganzen Ereignissen in den letzten Jahren und aktuell, glaube ich, sehen nicht nur die Schüler, sondern sehen wir eigentlich alle, wie wichtig die Verständigung ist. Und die Verständigung kann nur funktionieren, wenn wir ähnliche Sprachen sprechen, wenn wir Sprachen sprechen, die sich austauschen können, wenn wir vermitteln können. Und deshalb auch nochmal zurück, diese Vermittlung, diese Bereitschaft zur Empathie und die emotionale Intelligenz ist eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir im Unterricht beginnen können, uns in diese Richtung fortzubewegen, dann denke ich, ist das ein riesiger Fortschritt im Hinblick auf das, was vor 20, 50 Jahren im Bereich der Fremdsprachendidaktik gemacht werden konnte, weil es einfach noch nicht thematisiert wurde. Genau. Also ich glaube, die Zeit ist fast vorbei und wir sollten jetzt das Webinar beenden. Danke, Carla. Du hast wirklich uns viele praktische Tipps gegeben, die man sofort im Unterricht einsetzen kann. Und das ist sehr wichtig. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gut gefallen und vielen Dank auch an Sie alle für die Teilnahme. Und einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Den wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und danke für Ihre Fragen. Danke. Tschüss.